Ja, ihr seid ja auch im Prinzip bei Boll aus den Wetschen, eine GbR, die ich zusammen mit meinem Junior führe. Die Stärke hier bei uns auf dem Betrieb ist die Rindviehzucht. Die Pferdezucht steht an zweiter Stelle und dann kommt Biogas. Der Betrieb ist seit 1974, habe ich den Betrieb von meinem Opa übernommen. Zu der Zeit standen 20 Kühe hier auf dem Betrieb. Wir haben heute 360 Kühe hier mit Nacht. Sämtliche weibliche Nachtzucht wird aufgezogen. Ebenfalls Zuchtbullen, die zur Zucht geeignet sind, werden hier auf dem Betrieb groß gemacht. Und so ist der Betrieb etwas im Laufe der Jahre stark gewachsen, würde ich sagen. Wir wollen ja heute vor allem über die Pferdezucht sprechen. Ja, Sie züchten ja Hannoveraner. Wie sind denn die Tiere damals hier die ersten auf den Hof gekommen und wie ging es dann mit der Zucht weiter so im Laufe der Jahre? Ja, das ist ja so lange wie ich. Also als ich geboren wurde, waren hier schon Pferde. Aber das ist, wollen wir so sagen, als ich 20 Jahre wurde, noch etwas verstärkt wurden. Und wir haben eine Zeit lang mal bis zu 50 Pferde gehalten. Hat sich aber jetzt auf die Hälfte reduziert. Wir haben mit 6 Zuchtstuten, die auch nächstes Jahr alles in Fohlen bekommen. Und diese Pferde werden, die Fohlen werden aber zu 90% auf dem Betrieb hier selbst ausgebildet, werden dann entweder privat oder über die Pferdenauktion vermarktet. Das Exterieur des Fohlens ist entscheidend. Wir machen ja nur Dressurpferde. Der Bewegungsablauf bei so einem Fohlen ist von enormer Wichtigkeit, aber auch später beim Reitpferd ja genauso. Und Sie verkaufen ja hauptsächlich ausgebildete Pferde. Wie läuft denn dann die Ausbildung ab? Die Ausbildung läuft so ab, dass wir die Pferde 2,5-jährig, dann geht es einfach sich los. Dann kommen die Pferde von der Weide. Als erstes, das Allerwichtigste, werden sie mal geröntgt, ob sie gesund sind. Und wenn das alles im grünen Bereich ist, dann fangen wir an, die Pferde einzureiten, werden erst gesattelt, longiert. Und dann werden die Pferde bestiegen und werden eingeritten. Und das machen Sie selbst? Nein, wir haben hier jemanden, der das macht. Mhm. Und worauf kommt es da besonders an bei der Ausbildung dann? Ja, das ist bei der Handhabung des Pferdes. Es ist schon mal wichtig, dass ein Pferd beim Anreiten ruhig bleibt. Und wir haben die Pferde hier als Fohlen hier, wir werden als Fohlen betätschelt, dass es sich anbinden lässt. Das ist schon mal ganz wichtig alles, sowas. Und wenn es denn soweit ist, dann kommt es darauf an, wie sich reiten lässt und wie der Bewegungsablauf ist. Was zeichnet denn ein gutes Pferd für Sie aus? Der Preis. Gut, der soll wahrscheinlich gut sein. Wie kommen wir dann dahin? Ja, wie kommen wir dahin? Ganz das Wichtigste allgemein ist erstmal, bevor die in Ausbildung kommen, dass die gesund sind, dass sie keine Chips haben. Und deswegen wird ein Pferd auch heute mit 12 Bildern geröntgt. Rücken wird auch mit geröntgt. Mhm. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann ist man schon einen ganzen Schritt weiter. Was muss das perfekte Pferd dann trotzdem schon mitbringen? Also Gesundheit ist ein Faktor, ja, Gesundheit, was kommt noch dazu? Und vor allen Dingen Gangarten. Es muss einen schönen Schritt haben, Trab, zügig. Und vor allen Dingen gleichbleibend, muss ich sehr gut galoppieren können. Doch, diese Gangarten sind also ganz sehr wichtig beim Pferd. Auch das Interieur, dass das wirklich das Pferd mitmacht. Ne? Was gehört beim Interieur dann dazu? Was muss das Pferd da haben? Eine gewisse Ruhe von in sich hinein schon. Das ist nicht, dass das spinnig durch die Gegend läuft, gegen die Hand wehrt, sich nicht reiten lassen will. Das Pferd muss sich anbieten, es muss sich reiten lassen. Es muss einen Bewegungsablauf haben, der wirklich akzeptabel ist, wenn nicht überragend. Und dann kann man so ein Pferd auch gut verkaufen. Hm. Und darum geht es ja bei uns, wir wollen ja ehrlich sein. Wir haben ja nur noch die Pferde und nur damit wir haben so auch Arbeit genug. Es geht ja alles noch ums Geld heutzutage. Hm. Und wie sind die weiteren Ziele für Ihren Betrieb? Wie geht es weiter in der Zukunft? Also es wird eine Ausweitung im Pferdebereich bei uns nicht geben. Und wie das so wird, weiß ich noch nicht. Wie Gesetze jetzt kommen, was die Gesetzeslage macht. Das heißt, Sie werden im Grunde erstmal den Betrieb so weiterführen für Wir machen erstmal, wir haben jetzt Zeit, aber sicher haben wir eine gewisse Sicherheit. Wir haben genug aufgestockt und wir können da gut überleben. Also so. Wir werden es abwarten.